Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hier im Saal, draußen an den elektrischen Geräten. Teilqualifizierung im Strukturwandel, wie Beschäftigte und Unternehmen profitieren, ist unser heutiges Thema. Ich freue mich, dass ich wieder durch diese Veranstaltung führen darf. Mein Name ist Michael Schmidt. Wir haben viele Gäste heute, die uns hier im Saal, aber auch draußen zuhören, die mitmachen. Gleich die Einladung, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Veranstaltung. Wir haben zwei Runden, bei denen Sie Fragen stellen dürfen, bei denen Sie selber Ihre Erfahrungen einbringen können. Machen Sie davon Gebrauch. Hier im Saal bekommen Sie ein Mikrofon und im Chat, wir verfolgen genau, was Sie tun. Ja, ein kurzer Durchgang durch unser heutiges Programm, damit wir warm werden und ungefähr wissen, was uns erwartet. Gleich wird uns Roman Wink von der Bertelsmann Stiftung begrüßen als Hausherr. Darf man das so sagen? Ja, es gibt Schlimmeres, als so ein Haus zu haben. Ja, danach hören wir von Dr. Regine Schmalhorst, Geschäftsführerin für Förder- und Geldleistungen der BA, wie sich die BA in Zukunft aufstellen will, welche Schwierigkeiten sie aktuell auf dem Arbeitsmarkt sieht, was sich ändert und mit welchen Förderleistungen wir vielleicht künftig rechnen können. Mal sehen. Danach hören wir Ihren Nachbarn, Dr. Martin Noack, Senior-Expert betriebliche Bildung und Weiterbildung, auch bei der Bertelsmann Stiftung, ist auch so ein langer Titel für zwei Visitenkartenseiten. Er wird Teilqualifizierung als Qualifizierungsinstrument in der Transformation verorten und wird uns ein interessantes Positionspapier vorstellen, dazu später mehr. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Panel und vier Gästen aus der Wirtschaft, die uns über ihre Erfahrungen mit TQ berichten. Anschließend haben wir dann das erste Mal die Gelegenheit, hier im Publikum und draußen an den Geräten Fragen zu stellen. Das stimmt gar nicht, weil vorher kommt die Professor Dr. Jutta Rump, Managing Director des Instituts für Beschäftigung und Employability. Und sie wird uns verraten, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Teilqualifizierung und Beschäftigungsfähigkeit. Und danach haben wir dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eigene Erfahrungen mitzuteilen. Dann haben wir eine kurze Pause und gehen dann in das zweite Panel, diesmal mit vier Gästen aus der Perspektive der Bildungsträger. Und auch nach diesem Panel haben wir wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Erfahrungen mitzuteilen. Bevor Susanne Sander, Vorständin Deutscher Weiterbildungstag, und Roman Wink dann den Nachmittag kurz und pointiert zusammenfassen. Und der letzte Punkt wäre dann Networking. Da können Sie das dann alles nochmal gemeinsam verarbeiten bei einem Feierabendsnack. Ja, das ist das Programm für heute. Ich wünsche Ihnen, uns viel Spaß, rege Diskussionen und darf Herrn Wink bitten. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in Berlin vor Ort in der Bertelsmann Stiftung, aber auch online. Insgesamt haben sich trotz der sehr starken Veranstaltungsdichte, die wir jetzt hier im September, Oktober haben, 160 Leute angemeldet, was mich sehr gefreut hat für das Thema Teilqualifizierung. Ich würde auch gleich inhaltlich gerne direkt starten, vorweg zu mir. Mein Name ist Roman Wink, ich bin hier Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung, zuständig für Projekte im Bereich Arbeitsmarkt und Weiterbildung und beim Thema Teilqualifikation schon seit 6-7 Jahren unterwegs. Insofern ist mir quasi ein Herzensanliegen, hier auch inhaltlich einen kurzen Punkt an der Begrüßung zu setzen. Denn Teilqualifikationen, so in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren, haben wirklich sehr stark an Bedeutung gewonnen. Ich mache es an
insbesondere an zwei Beispielen fest, beispielsweise bei der Allianz für Transformation beim Bundeskanzleramt, wo Teilqualifikationen ein Element sind, um das inländische Potenzial noch zu heben und da quasi auch noch herauskommend die Brancheninitiative Ohne Hände keine Wende, die Teilqualifikation als zentrales Qualifizierungs- und Recruiting-Instrument entdeckt hat, um Arbeitskräfte für die PV- und Wärmepumpenbranche greifbar zu machen. Und neben diesen neueren Chancen, die sich im letzten Jahr entwickelt haben, also im Bereich der Energie- und Klimawende, gibt es aber auch in dem traditionellen Business, wenn man das so sagen möchte, viel Aufmerksamkeit und Interesse für Teilqualifikationen. Sowohl bei Bildungsträgern, aber auch Kammerorganisationen, bei Arbeitsagenturen, bei Jobcentern. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr noch nie so stark wahrgenommen, dass über das Thema TQ so breit diskutiert worden ist. In meiner Wahrnehmung bewegt alle das die zentrale Frage der Qualifizierung. Und das hat natürlich insbesondere für das Thema TQ einen zentralen Stellenwert. Denn ich glaube, auf der einen Seite werden die öffentlichen Mittel immer knapper. Der Einsatz dessen, auch beim Eingliederungstitel, bei den Arbeitsagenturen und Jobcenter wird immer klapper. Gleichzeitig schwinden die Teilnehmerzahlen im SGB II und SGB III. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch diesen akuten Fachkräftebedarf. Und die Frage, die alle umtreibt, ist, wie müssen wir denn Qualifizierung gestalten? Wie müssen wir sie machen, damit sie gut ist und für die Menschen gut ist? Und dabei rückt auch primär immer das Thema der Beschäftigten in den Fokus, was ja auch heute das Thema ist. Und TQ bietet aus meiner Sicht gerade da einen Mehrwert, weil es flexibel ist, weil es abschlussorientiert ist und weil es durch das Qualifizierungschancengesetz auch unfassbar hohe Förderquoten ermöglicht. Ja, auf dem Papier ist TQ scheinbar super attraktiv und ich freue mich dennoch, dass wir heute quasi aus der Praxis auch darüber diskutieren werden. Und angesichts der multiplen Herausforderungen, die so auf dem Arbeitsmarkt sind, uns vier Vertreterinnen aus der Wirtschaft uns dabei helfen, das Instrument auch wirklich aus einer praktischen Perspektive einzuordnen. Und Frau Dr. Schmalhorst, die sozusagen uns dann nochmal heute die Perspektive der Bundesagentur für Arbeit darstellen wird. Aber TQ ist nicht nur rosarot. Also man muss auch die rosarote Brille auch mal absetzen und ich glaube, gerade in der Umsetzung gestaltet sich TQ auch weiterhin schwierig. Das hat mehrere Gründe. Die eine ist die fehlende Standardisierung der TQ-Zuschnitte, an denen ja auch viele Expertinnen heute aus der zweiten Panelrunde auch arbeiten. Die wirtschaftliche Umsetzung ist ein Riesenthema bei Teilqualifizierungen, gerade im Bundeskostendurchschnittssatz. Und aus meiner Sicht eines der zentralen Elemente ist das mangelnde Wissen. Viele kennen TQ nicht, viele wissen nicht, was es ist, was es kann oder was es auch nicht ist und was es auch nicht kann. Und ich glaube, das ist ebenfalls ein großer Hebel, an dem gearbeitet werden kann. Ich freue mich dennoch, dass insbesondere im zweiten Panel heute Expertinnen dabei sind, die jahrelang schon am Thema Teilqualifizierung arbeiten. Ich nenne sie jetzt mal umgangssprachlich TQ-Freunde. Und ich glaube, genau das ist der zentrale Aspekt, dass man an unterschiedlichen Ecken und arbeitet, um diesem Instrument auch irgendwann zum Durchbruch zu verhelfen. Also wir brauchen mehr Fürsprecher für TQ, wir brauchen mehr Unterstützer, wir brauchen eigentlich sozusagen mehr Freunde für TQ. Und die Veranstaltung heute findet ja auch im Kontext des Deutschen Weiterbildungstags statt. Sehen Sie auch hinter mir das Logo. Und es ist mir ebenfalls eine Freude und eine Herzensangelegenheit, dass wir es geschafft haben, gemeinsam die ganzen TQ-Projekte und TQ-Initiativen, die da draußen unterwegs sind, hier in dieser Veranstaltung einmal zu bündeln. Weil ich glaube, gerade das Zusammenwirken unterschiedlichster Akteure, auch diejenigen, die heute hier präsent quasi im Raum sind oder online zugeschaltet sind, das ist das, was TQ braucht. Weil letztlich geht es sozusagen um eine Chance für die Menschen da draußen, die adäquat qualifiziert werden müssen, die arbeitsmarktnah qualifiziert werden müssen und die abschlussorientiert qualifiziert werden müssen. Und das haben letztlich unsere Studien in den letzten Jahren auch gezeigt beim Thema Teilqualifizierung, dass sie arbeitsmarktverwertbar sind und dass sie den Menschen auch was bringen und dass die Leute danach, ob im SGB II oder aus dem SGB III oder aus Beschäftigung, in Beschäftigung,
dass die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, danach auch einen Job zu finden. TQs sind für mich ein Einstieg sozusagen in die Bildung und wenn wir TQ richtig machen, meiner Meinung nach, liegt darin eine große Chance für die Menschen da draußen eben noch einen Einstieg in den Arbeitsmarkt auch zu finden, einen adäquaten, beschäftigungsadäquaten Einstieg. So viel vorab inhaltlich. Ich möchte mich auch noch quasi abschließend für diese bei der Begrüßung nochmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Das ist einmal Kerstin Kötting, die an der Organisation mitgearbeitet hat, aber auch Tobias Ortmann, Daniel Benzel, die inhaltlich involviert waren im Rahmen dieser Veranstaltung. Katrin Dressler vom Eventmanagement, die das erst alles hier möglich gemacht hat sozusagen. Und nicht zuletzt bei Martin Noack, der sozusagen in mehreren Nachtschichten noch ein Policy Paper und einen Input zusammengebaut hat, den Sie ebenfalls heute noch hören werden. Ja, ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche Veranstaltung und ich denke, wir hören uns noch im Laufe dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, damit darf ich Regine Schmalhorst als erste Gästin begrüßen. Frau Schmalhorst kommt von der BA. Die BA hat eine neue Chefin und ich gehe davon aus, dass es da einiges an neuen Impulsen, an neuen Ideen geben wird, vielleicht vermischt mit Altem. Wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Vielen Dank. Ja. Das geht nicht. Dann geht das aber. Von daher, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ja, wir haben eine neue Chefin mit Frau Nahles. Wir haben insgesamt einen Vorstand, der ja sehr neu zusammengesetzt ist. Dennoch kann ich nur sagen, wir werden natürlich den Weg, den wir als BA mit Gesetzgeberseite eingeschlagen haben, den werden wir kontinuierlich weitergehen. Und es gibt ja noch einiges, glaube ich, auch zu berichten, von dem Sie, die Sie ja viel auch aus der Weiterbildungsbranche kommen, ganz viel schon wissen. Deswegen, ich habe das mit Herrn Wink so abgestimmt. Wir haben gesagt, machen wir mal so ein bisschen Flughöhe und gucken mal drauf, global galaktisch und dann aber auch die Ansatzpunkte mit Ihnen gemeinsam, wie wir aufgestellt sind. Und ich möchte heute noch mal den Kontext stellen, und den haben wir alle. Der Strukturwandel, der demografische Wandel, Transformation, alles, was dazugehört. Und ich glaube, jeder von uns im Raum weiß, wo wirklich die Herausforderungen liegen. Und Sie haben es gesagt, Sie werden heute sowieso einiges mehrfach hören. Herr Wink hat die Ansatzpunkte genau gesetzt. Wir brauchen Fachkräfte. Ganz händeringend, das ist eins der größten Themen. Und wie gehen wir damit um? Wo ist auch die BA mit im Spiel? Von daher schauen wir drauf. Das ist nach hinten, das ist nach vorne, okay. Wenn wir mal schauen insgesamt auf die Strategie der BA, so sehen wir bei dem Thema, wie gehen wir mit Strukturwandel um und mit Fachkräftesicherung, insgesamt, dass wir 5 Handlungsfelder haben und die sind Ihnen alle sehr vertraut. Berufseinstieg erleichtern, wenn es darum geht, auch gerade die jungen Menschen zu gewinnen. Handlungsfeld 2, die berufliche Weiterbildung zu stärken, also unser Thema heute, über das ich ganz explizit reden will, die Potenziale im Inland zu erschließen. Wir alle kennen das Thema stille Reserve. Es geht aber auch darum, wie kann insgesamt Erwerbstätigkeit gesteigert werden. Und Sie wissen es, wir sind in den letzten Monaten immer weiter gestiegen in der Beschäftigung. Das ist ein guter Trend, der sich übrigens gerade etwas wieder abflacht. Also der Anstieg bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Wir haben auch das Thema, die Erwerbsbiografien zu stärken und ganz klar, und da ist Frau Nahles ja auch sehr klar, wir werden das Thema Fachkräftesicherung nicht schaffen, wenn wir nicht zugewanderte Menschen bekommen. Deswegen auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hier, das ja mittlerweile da ist, was uns auch an die Hand gegeben wird, womit wir arbeiten können. Heute Handlungsfeld 2, berufliche Weiterbildung stärken. Ich glaube, es ist für Sie, die Sie in der Weiterbildungsbranche tätig sind oder bei Verbänden tätig sind, die Sie regelmäßig mit diesem Thema zu tun haben, völlig selbstverständlich, dass das Thema lebenslanges Lernen eine große Rolle spielt. Wenn man mal gucken würde, wer von Ihnen ist wirklich in dem Beruf tätig, der erlernt wurde? Ist das noch so? Haben wir noch viele, die in genau dem Beruf tätig sind, den Sie erlernt haben? Können wir mal die Hände heben?
Oh, das ist erstaunlich wenig, genau, und passt zu dem. Auch ich bin Juristin, bin auch nicht in meinem Beruf tätig, den ich erlernt habe, kann es aber immer wieder nutzen. Wir sehen also, die Lebenswege sind ja ganz unterschiedlich gelaufen. Deswegen Lebensweg, lebenslanges Lernen, das ist ganz wichtig. Und wir sind als BA sehr klar darin, dass wir sagen, es gibt ein breites Portfolio an Weiterbildungsmöglichkeiten. Und die Kunst ist es, dass wir das richtige Instrument passend für den jeweiligen Menschen haben. Und ich glaube, das ist schon das Größte, mit wovor wir stehen, wo es einfach auch sehr schwierig wird. Ich habe Ihnen Zahlen mitgebracht, dass Sie mal ein Gefühl dafür kriegen. Jährlich haben wir etwa 2 Milliarden Euro in der Weiterbildungsförderung. Und ich finde, das ist eine echte Nummer. 2 Milliarden Euro. Und 900 Millionen investieren wir für die Qualifizierung Beschäftigter. Das sind echte Hausnummern, in denen wir unterwegs sind. Wir haben, so wie Herr Winkes gesagt hat, ganz klar die besondere Rolle bei der berufsabschlussbezogenen Weiterbildung. Das ist uns wichtig und da sind wir dankbar auch für das Arbeit von morgen Gesetz. Und ich selbst freue mich, dass das Thema Weiterbildung auch in anderen Gesetzen noch mal ganz prominent ja seine Wirkung entfalten konnte. Zum einen im Bürgergeld. Ich habe nicht nur in 4 Arbeitsagenturen gearbeitet, ich habe zum Schluss das Jobcenter Dortmund geleitet. Das ist das 4. in Deutschland. Da kriegen Sie ein großes Gespür dafür, wie wichtig das ist, dass gerade SGB-II-KundInnen eine gute Chance haben. Und Weiterbildung dort an Mann und Frau zu bringen, ist sehr schwer. Von daher sind wir dankbar fürs Bürgergeldgesetz. Und ja, natürlich das Weiterbildungsgesetz, Sie kennen es. Ich bringe nachher aber noch einige wenige Infos dazu. Deswegen großer Invest. Das Gesetz gibt es uns an die Hand, was möglich ist. Und ja, wenn wir jetzt noch mal drauf schauen, was ist denn gelaufen? Ich hoffe, Sie können das lesen. Es ist ein bisschen klein. Es soll Ihnen auch nur einen Eindruck geben. Wir haben mal geguckt. Weiterbildung ist ja möglich, sowohl mit der Gruppe der Arbeitslosen, aber auch mit der Gruppe natürlich der Beschäftigten. Deswegen auch mal Zahlen aus beiden Perspektiven. Und wenn Sie das sehen, von wo wir gekommen sind, 2019 quasi, vor, mit Beginn Pandemie fast 300.000 und dann sehen Sie, wie wir miteinander die Delle erlebt haben und die Bildungsträger von Ihnen nicken. Wenn wir an die Zeiten denken, was da an Telefonkonferenzen, Skypes und so weiter erforderlich war, um überhaupt miteinander zu reden und zu sagen, wie können wir eine Weiterbildung sinnvoll machen in der Pandemie. Ich glaube, da haben Sie alle unglaublich viel auf sich genommen. Und da kann ich nur aus Sicht der Arbeitsagenturen und Jobcenter sagen, das war eine sehr enge, sehr gute Zusammenarbeit, die uns getragen hat für die Menschen, die die Weiterbildung gemacht haben. Sie sehen das, wir haben Umschulung überschaubar. Ne? Also das ist ja meistens so, dass die Abschlussorientierten ja doch sehr viel überschaubarer sind als insgesamt die sonstige FBW. Und wir sehen, dass die Teilquali, und das ist wie gesagt der Fokus der Arbeitslosen, wir waren mal bei 12.000 und dann ist es natürlich auch ein Stück weggebrochen in der Pandemie und immerhin fast 11.000 dann noch letztes Jahr. Und jetzt gucken wir, wie das Jahr sich weiterentwickeln wird. Aber auch hier spielen Haushalte schon ein Thema. Und jetzt schauen Sie mal hier. Das ist ein ganz anderer Trend, den wir sehen bei den Unternehmen. Und ich freue mich, dass Unternehmensvertretungen heute hier sind und sich dazu positionieren werden. Da haben wir gesehen, ja, das ging auch runter. Das war auch die Delle. Aber es gab auch die Betriebe, die natürlich die Pandemie genutzt haben und gesagt haben, wir gehen auch in die Qualifizierung der Menschen. Und wenn wir da mal sehen, wie ist die Quali wieder gestiegen, 3.100 in 2022, ne, der sieht jetzt so groß aus, ist ein anderer Maßstab. Dennoch muss man sagen, es nimmt die betriebliche Weiterbildung nimmt zu und das ist ein gutes Zeichen. Denn wir werden sowohl die arbeitslosen Menschen brauchen, als auch die Beschäftigten brauchen, um über das Thema Fachkräftesicherung zu sprechen. Und Herr Wink, das ist super, dass Sie gesagt haben, wir setzen mal die rosa-rote Brille ab. Deswegen habe ich die Zahlen auch mitgebracht. Worüber reden wir hier? Also wir reden hier über 3.000 TQs betrieblich. Und ich gehe noch mal zurück. Und wir reden über knapp 11.000 für Arbeitslose. Also wir sind bei 14.000. Das ist keine Masse, wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen wir haben. Und deswegen ist es wirklich der Aspekt, wie gehen wir damit weiter um.
Ich möchte es einfach nochmal darlegen, wie wichtig es ist, dass wir das abschlussorientierte Weiterbildungsthema so treiben. Und das machen wirklich Agenturen und Jobcenter gemeinsam. Das ist eines der größten strategischen Themen, die wir haben, dass wir ganz klar den Fokus darauf haben, wir investieren in Fortbildung, Weiterbildung, vorrangig abschlussorientiert, weil die Abschlüsse das sind, was wir brauchen. Wir wollen Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden, wir wollen die Menschen in Arbeit bringen und über die Hälfte der Menschen in den Jobcentern hat keinen Abschluss. Und das ist eine Zahl, die wiegt schwer. Und deswegen ist es so wichtig, auch das Abschlussorientierte zu machen. Sie wissen es alles selber, es ist die Transformation in der Arbeitswelt mit allem, was wir haben. Es ist insbesondere aber auch das Thema, was bringen Menschen mit? Was haben die denn in ihrem Rucksack? Was haben sie schon gelernt? Was haben sie verlernt? Was haben Sie für persönliche Bedürfnislagen? Wo sind Vermittlungshemmnisse? Sind Behinderungen vielleicht mit im Spiel, die sich auswirken können auf den Job? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die viele von Ihnen aus der täglichen Arbeit auch kennen, wenn Sie mit den Menschen zusammen sind. Und das Wichtige ist immer, und ich habe es vorhin schon gesagt, wie gelingt es, dass wir das richtige Instrument für die jeweilige Person finden, und vorher auch einzuschätzen, kann die Person es überhaupt schaffen? Also Jobcenter und Arbeitsagenturen sind eng in den Abstimmungen, gerade auch mit ärztlichen Diensten und berufspsychologischen Service, weil ja wirklich auch geguckt wird, haben die Menschen die Motivation, aber auch die Kompetenzen, um eine Weiterbildung zu machen. Denn wenn sie sehen, wie viel Geld wir investieren, dann ist es auch wichtig, dass das gut klappt. Und wir haben aktuell etwa bei den abschlussorientierten Umschulungen sind wir bei über 2/3, die auch erfolgreich dann in Arbeit gehen. Das könnte noch viel höher sein. Das ist etwas, da brauchen wir auch Arbeitgebende. Ja, Teilqualifizierung, berufsanschlussfähige TQs. Da ist es für uns natürlich auch so, dass wir sagen, es gibt die Menschen, für die halt nicht die 2-Jährige am Stück oder die 3-Jährige das richtige Instrument ist. Hier müssen wir staffeln. Hier ist es erforderlich, modular vorzugehen und dann zu schauen, wie, in welchen Abständen ist es möglich, hier gut Wissen zu erwerben auf dem Weg Richtung Abschluss. Ja, und dann haben wir es eben schon gesagt, wer ist denn die Personengruppe, die wir haben? Es sind die Geringqualifizierten, und Geringqualifizierte sind ja oftmals diejenigen, die entweder noch gar keinen Abschluss haben oder wieder ungelernt sind, also lange nicht in dem Bereich gearbeitet haben. Und ich freue mich so, dass wir die Möglichkeit haben, TQ zu machen. Also ich bin auch eine TQ-Freundin, von daher bin ich hier heute genau richtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir es weiterentwickeln, so wie Sie es geschildert haben, dass wir gute Standardisierung haben, eine hohe Qualitätssicherung und dass wir insbesondere die Transparenz weiter dazu steigern. Wir werden viele Menschen brauchen, die gut über TQ reden, damit wir TQ weiter ausbauen können. Da bin ich sehr klar. Und ja, was brauchen wir noch? Klar, wir haben den bildungspolitischen Rahmen. Wir haben die Ministerien an der Seite, da bin ich froh drüber, Institute. Ich habe jetzt gerade gedacht, was Herr Dr. Noack uns nachher vorstellen wird, das passt super. Das ist schön, dass wir das schon mal ansprechen konnten. Und wir brauchen essentiell wichtig die Verbände, DIHK, ZDH, egal wen, die Anerkennung, die zuständigen Stellen, die Kammern. Aus meiner Erfahrung, als wir mit TQ angefangen haben, war ich noch in einer Arbeitsagentur in Bochum. Und wir haben übereinstimmend im Verwaltungsausschuss gesessen und haben gesagt, das ist toll, das machen wir. Und dann wird es ernst. Dann geht es nämlich los. Gelingt es, die externen Prüfungen sicherzustellen? Wie stellen sich die IHK auf? Wie stellen sich die Handwerkskammern auf? Wo haben wir die Partner an der Seite? Welche Bildungsträger können das anbieten? Wo finden wir die Arbeitgebenden, die bereit sind? Wo haben wir denn die Arbeitslosen, die sich das vorstellen können? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, wirklich zu schauen, wie gelingt es vor Ort. Und wir sind jetzt schon viel, viel weiter. Sonst hätten wir jetzt auch nicht diese Zahlen, wie wir sie gesehen haben. Aber ich erinnere mich sehr genau an die Anfänge und an die Diskussion, die wir hatten. Und ich verstehe diese Diskussion, die alle da gewesen sind und die auch erforderlich waren, um sich darüber klarzumachen, TQ soll nicht die duale Ausbildung aushebeln, das ist ja nochmal wichtig, ist ja ab 25-jährig, soll nicht die duale Ausbildung aushebeln, wir brauchen sie weiter, aber sie ist das richtige Instrument für die, die sich schwer tun mit einer Umschulung am Stück.
Ach, Sie merken, da sind Emotionen drin. Ne? Also ich habe das auch vor Ort einfach wirklich erlebt. Das heißt, wir sind gemeinsam dran, gerade auch an diesen Themen in der nationalen Weiterbildungsstrategie, und diese Zielstellung wollen wir auch gemeinsam mit Ihnen erreichen. Und die Frage war, wie bringen wir uns ein, was ist unsere Strategie? Ich glaube, die Strategie haben wir alle, dass wir sagen, wir nutzen das Instrumentarium, was Gesetzgebung uns zur Verfügung stellt. Wir beraten auch Gesetzgebung vor dem Hintergrund, was brauchen wir noch mehr, damit wir hier tätig werden können. Und das Ziel ist, dass wir auf allen Ebenen mit den Menschen aktiv sind und gemeinsam versuchen, auch Transparenz insbesondere zu schaffen. Auf Bundesebene habe ich es Ihnen einfach nochmal mitgebracht. Wir sind auch Akteurin in der nationalen Weiterbildungsstrategie, so wie viele von Ihnen andere auch. Und natürlich die Initiative Zukunftsstarter, die ja gerade auch das nochmal im Fokus hatte, unter einer Überschrift auch nochmal klarzumachen, ab 25-jährig lohnt es sich auch, nochmal in einen Abschluss zu investieren. Hier sind wir gemeinsam dran. Was ich spannend finde, ist, was passiert auf Landesebene. Die Regionaldirektionen sind sehr, sehr gut verzahnt vor Ort auf Landesebene und es gibt ganz unterschiedliche Projekte, die in den jeweiligen Regionen laufen. Auch Energiewendebereich zum Beispiel ist Niedersachsen jetzt auch gerade mit einem Projekt dran. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Da sehen wir also, während oben noch das strategische Thema insbesondere ist, werden wir schon sehr viel konkreter auf Landesebene. Und wenn wir vor Ort schauen, auf regionaler Ebene, da wird das dann schon, dann passt es zu dem, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, da kommen wir echt ins Doing. Und dann immer bezogen, ausgehend vom Arbeitsmarkt, den wir haben. Und wir haben im Süden natürlich nochmal eine ganz andere Situation als zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ich ja herkomme. Da hat man auch nochmal Arbeitslosenquoten von 12%. Und in Bayern haben sie 3,5-4%. Das sind ganz andere Thematiken, die sie haben. Deswegen auch Unterschiede natürlich bei der Beratung der Menschen. Das heißt, wir haben gerade auch bei dem Thema Arbeitslose das Thema, wie können wir gut beraten, Qualifizierung sicherstellen für die Arbeitslose beider Rechtskreise. Und wir haben vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, im SGB III ist es meistens nicht ganz so schwer, wobei auch da der finanzielle Aspekt mittlerweile ja eine Rolle spielt. Also, dass arbeitslose Menschen sich die Frage stellen, gehe ich wirklich in eine Weiterbildung, kann ich mir das leisten, 2-3 Jahre, oder gehe ich nicht arbeiten im anderen Bereich? Und das gilt noch viel mehr für Kundinnen und Kunden der Jobcenter, die ja vorm Bürgergeldgesetz auch noch die 2-jährige nur machen durften. Und deswegen ist ja jetzt unter anderem auch der Weiterbildungsbonus eingeführt worden. Dennoch glaube ich, das ist das größte Thema, hier gut zu beraten und die Menschen zu finden, ihre Kompetenzen zu erkennen, ihre Motivation zu wecken. Die müssen auch Bock darauf haben. Das nutzt ja nichts, wenn wir sagen, geh mal in eine TQ oder in eine Weiterbildung und die wollen das nicht. Also sie brauchen Menschen, die das auch machen wollen. Und ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Arbeit wirklich von unseren Kolleginnen und Kollegen, die im beratenden Bereich tätig sind. Ja, wir haben Arbeitgeber hier heute sitzen. Ich glaube, für die Arbeitgebenden ist das Thema Qualifizierungsberatung einfach essentiell. Das Gesetz ist ja nicht so ganz einfach. Also wenn man sieht, ich habe gestern noch mal auf unserer Internetseite gestöbert, wie viele Fördervarianten wir alleine im 82er FBW haben. Gut, ne? Also das ist schon eine Besonderheit. Und da bin ich dankbar für die Kolleginnen und Kollegen im Arbeitgeberservice, die sich hier echt bis ins Detail einfuchsen und hoffentlich auch Ihnen gut zur Seite stehen konnten, als es darum ging, hier zu schauen, wie der Weg geht. Ja, und dann die Beratung der Beschäftigten. Da gibt es ja 2 Wege. Entweder haben wir Arbeitgebende, die sagen, ich habe sowieso Interesse daran, was für meine Leute zu tun. Und dann ist der Kontakt zu uns auch da. Aber wir haben natürlich auch immer mehr Beschäftigte, die überlegen, bin ich gerade noch im richtigen Ort? Mache ich noch das Richtige bei diesem Arbeitgeber? Oder passiert nicht was in meinem Kopf und ich will was ganz anderes tun? Das heißt, auch das Thema ist ja gegeben. Das heißt, hier auch die Übersetzung zu haben, und das war einer der wichtigen strategischen Handlungsfelder, dass wir gesagt haben, wir machen auch eine Berufsberatung im Erwerbsleben. Und das auch bekannt zu machen und zu sagen, wenden Sie sich an Ihre Beraterinnen vor Ort. Denn wer kommt denn als Beschäftigter darauf, zur Arbeitsagentur zu gehen? Also das muss uns ja auch nochmal bewusst sein. Deswegen da ein großer Punkt nochmal. Was ich wichtig finde,
Und da sind wir auch sehr stark in den letzten Jahren in den Regionen vorangekommen. Wir müssen größer denken. Wir dürfen nicht nur denken, mein Arbeitsagenturbezirk Heide mal als Beispiel oder mein Arbeitsagenturbezirk Bochum, sondern wir müssen größer denken. Fortbildung, Weiterbildung findet größer statt. Und da bin ich dankbar für die vernetzten Bildungsräume, in denen wir unterwegs sind, wo wir nicht nur mit den Weiterbildungsträgern unterwegs sind, sondern gerade auch mit den Partnern, Arbeitnehmer, Arbeitgeberseite, die ja auch in unseren Verwaltungsausschüssen sind, ganz viele Kompetenzen. Und das ist das Wertvolle. Es sind ganz viele Kompetenzen, ganz viele Blickrichtungen, die hier eingebracht werden und auch Stärke geben, dass gemeinsam eine Strategie vor Ort für die Region gemacht werden kann. Das ist wirklich ein großer Fortschritt. Und von daher, da haben wir es gespürt. Und Herr Wink hat es schon in der Einführung gesagt, wir können es nur miteinander. Wir brauchen wirklich alle Möglichkeiten. Vom Hintergrund der Zeit gehe ich mal über Zukunftsstarter drüber weg. Ich würde gerne einen kurzen Blick noch aufs Weiterbildungsgesetz einmal mit Ihnen werfen, denn ich glaube, das ist nochmal gerade zur Weiterqualifizierung Beschäftigter interessant, dass wir sagen, das Spektrum wird ja nochmal erweitert bei der Qualifizierung. Einiges ist leichter geworden. Wir haben nicht mehr 4, sondern nur noch 3 Betriebsgrößen. Ich hätte es mir noch einfacher gewünscht, das sage ich Ihnen sehr ehrlich. Ich glaube, dass es weiterhin sehr komplex ist. Was gut ist, da freuen wir uns sehr darüber, dass wir gerade auch bei Weiterbildung während Kurzarbeit die Verlängerung haben, dass es erstattet wird. Das ist bis Juli nächsten Jahres gültig. Das heißt, wenn Betriebe in Kurzarbeit sind und die Fortbildung stattfindet, können wir weiter erstatten. Wir haben die Reform der Beschäftigtenquali, ich habe es gerade eben schon gesagt, die Vereinfachung der Förderkonditionen hat auch wesentliche Hinweise von uns aufgegriffen. Also wir waren da sehr stark mit beteiligt. Und was neu ist, was auch ein ganz neuer Gedanke ja ist, ist das Thema die Einführung eines Qualifizierungsgeldes, wo es auch nochmal darum geht, die Perspektive, die ich gerade eingebracht habe, Beschäftigte, die selbst in Strukturwandel, Transformation betroffene Branchen arbeiten, die sich auch ein Stück weit dort weiterbilden wollen und sich da voranbringen wollen. Das macht es aber auch nicht einfacher. Also es ist nochmal ein weiteres Instrument, das alles gut auseinander zu tüfteln. Da hat unsere Qualifizierungsberatung auch gut zu tun. Sie sehen, es tut sich viel. Das ist Ihre Frage gewesen, Herr Schmidt. Wie geht das weiter? Wir sind also dabei, das Weiterbildungsgesetz vorzubereiten. In Teilen ist es jetzt schon in Geltung. Vieles kommt erst zum 1.4.24. Das bereiten wir vor. Und da wird es darum gehen, gute Möglichkeiten für die Menschen vor Ort zu schaffen. Denn das ist es. Es geht um Menschen. Dass Menschen die Möglichkeit haben, fortgebildet zu werden, einen Abschluss zu bekommen und erfolgreich im Arbeitsleben unterwegs zu sein. Das ist unsere Aufgabe, an der sind wir dran. Und das sehen wir nochmal, wir können es nur miteinander. Und alles ist schon gesagt worden, an dieser Stelle es miteinander zu tun, transparent unterwegs zu sein, den Bekanntheitsgrad zu steigern und darüber dann in ein weiteres Tun zu kommen. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, lassen Sie es uns gemeinsam angehen. Wir haben viel vor uns und ich freue mich über jede Unterstützung, die an dieser Stelle da ist. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage. Erstmal herzlichen Dank für die Impulse. Sie hatten gesagt, wir müssen das gemeinsam machen. Ja. Ich denke, das ist kein Widerspruch. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die BA, vielleicht auch auf die Jobcenter eingehen. Welche oder sehen Sie die Kolleginnen und Kollegen, die dort beraten, ausreichend begeistert von TQ? Beraten Sie ausreichend oder sind Sie zufrieden, wie diese Beratung in TQ im Moment funktioniert oder ist da noch Luft nach oben? Also Luft nach oben ist überall. Also ich glaube, da sind wir ja sehr klar an dieser Stelle. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass eine gute Beratung stattfindet, dass die Erfolgserlebnisse vor Ort auch zu spüren sind. Wenn Sie Beratungsfachkräfte haben, die Ihre KundInnen erfolgreich in eine Teilqualifizierung gebracht haben und diese KundInnen haben die erfolgreich in allen Modulen absolviert und ihren Abschluss gemacht, selbstverständlich werden Sie sehr engagierte Beratungsfachkräfte erleben, die dann sagen, ja, das ist es. Wir müssen dahin aber erst kommen.
Genau, wir brauchen die Menschen, genau, wir müssen ganz viel Übersetzungsarbeit machen und es ist ein sehr teures Instrument, Weiterbildung, das müssen wir uns immer wieder klar machen, es ist nicht so teuer wie sozialer Arbeitsmarkt, aber es ist ein sehr teures Instrument und es geht nur, wenn wir KundInnen haben, die die Kompetenzen mitbringen und auch die Motivation. Sonst ist Weiterbildung, egal ob TQ oder FBW, ist nicht der richtige Weg. Gibt es vielleicht eine Initiative in der BA, um das ganze Thema noch mal ein bisschen mehr auf die Tagesordnung zu bringen, um die eigenen Kollegen zu motivieren? Wir sind mit Zukunftsstarter dabei. Zukunftsstarter geht ja jetzt in die zweite Phase. Mhm. Die Folie habe ich jetzt weggelassen. Da haben wir auch den qualitativen Aspekt noch mal mit drauf. Mhm. Das heißt, wir nutzen unter anderem auch die Zukunftsstarter-Initiative, mhm, um das noch mal ins Bewusstsein zu holen. Super. Frau Schmalers, herzlichen Dank. Gern geschehen. Ja, als nächsten Gastredner, Impulsgeber, haben wir Dr. Martin Noack von der Bertelsmann Stiftung. Herr Noack arbeitet seit vielen Jahren im gesamten Themenbereich Weiterbildung und er wird uns jetzt mal eine Einordnung des Themas TQ in die Gesamtlandschaft der Weiterbildung vornehmen und wird ein Positionspapier, Sie nennen das anders, vorstellen. Wir werden das nachher auch als Printexemplar bekommen, wo sehr ausführlich nochmal dargelegt wird, welche Rolle TQ spielen kann. Und es endet mit 8 Forderungen. An wen wird er uns auch gleich verraten? An strategische Weiterbildung der Zukunft. Herr Noack, ich freue mich. Ich kann auch hier sprechen. Ja, vielen Dank und einen guten Morgen auch von meiner Seite. Oder jetzt ja fast schon Mittagszeit, muss man schon fast Mahlzeit sagen. Ja, wir haben in der Tat uns seit vielen Jahren mit TQ beschäftigt und wir haben gedacht, um diese Veranstaltung ein bisschen noch zu bereichern, fragen wir mal ein bisschen rum unter den Experten aus Bildung, aber auch aus der Praxis und aus Unternehmen, wo sehen Sie eigentlich einerseits das Potenzial von Teilqualifizierung, andererseits aber auch generell Handlungsbedarf für eine Reform, Weiterentwicklung der Weiterbildung in Deutschland. Und Frau Schmalhorst hat ja eben schon eindrucksvoll die zentrale Rolle von Weiterbildung im Strukturwandel geschildert. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch zur Kenntnis genommen, man kann sich ja fragen, ist eigentlich die deutsche Weiterbildung gut aufgestellt, zum Beispiel um die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts zu befriedigen? Da hat die OECD 2019 mal die Länder verglichen und Deutschland ist auf dem 4. Platz gelandet. Das heißt, da gibt es noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Klar, wir sind nicht ganz unten, okay, aber Luft nach oben, wie wir es eben gehört haben, ist auch an der Stelle noch. Noch schlimmer steht es sogar um die Frage, wie unsere Teilhabechancen verteilt sind an Weiterbildung in Deutschland. Nach dem Motto, wie stark hängt denn eigentlich die Weiterbildungsteilnahme ab davon, was mein Bildungsstand eh schon ist? Und da sind wir auf dem 10. Platz. Auf dem 10. Platz von allen OECD-Ländern. Das heißt, was wir erleben ist, alle die, wie viele von uns, einen hohen Bildungsstand haben, nehmen noch mehr an Weiterbildung teil, schlauen sich immer weiter auf und die eh schon weiter unten sind, die verlieren mehr und mehr den Anschluss. Das ist etwas, da arbeite ich seit 10 Jahren auch mit viel Emotion und Leidenschaft dran und da müssen wir ran und dafür ist TQ sicherlich ein wichtiges Instrument. Die 13 Expertinnen und Experten, die wir interviewt haben, die haben wir natürlich gefragt, so wie wir es eben gehört haben, welche Qualifizierung ist vielleicht für welche Zielgruppe am geeignetsten? Was muss genau mit der Weiterbildung in Deutschland passieren, um ein bisschen besser auf den Strukturwandel, der jetzt ja auch noch auf uns alle hinzukommt, inklusive Dekarbonisierung, das wir heute noch nicht gehört haben, aber bei OKW ist das ja auch schon ein Thema gewesen. Was müssen wir da eigentlich machen? Und da sind eben diese 8 Forderungen rausgekommen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle und eine Gegenüberstellung der 3 Hauptformate, die Frau Schmalhorst eben quantitativ schon dargestellt hat, was die Eintritte angeht und wo ich jetzt ein bisschen qualitativ ein paar Punkte zu sagen möchte. Das war die richtige Richtung, sehr schön. Hier gibt es ein paar Zitate von einigen der Expertinnen, die ich Ihnen mitgebracht habe, ein paar Statements. Insgesamt sehen die befragten Experten TQ durchweg positiv und sehen auch ansonsten Bedarf für mehr Mut
in der Weiterentwicklung der Weiterbildung, speziell mit Blick auf die Anerkennung von Kompetenzen, von informell erworbenen Kompetenzen, durch Berufspraxis, durch Weiterbildung und Ähnliches. Aber Sie sehen auch Bedarf an flexibleren Formaten und an gestärkten Rechten für mehr Weiterbildung, auch individuellen Rechten. Sie können sich das gerne im Nachgang angucken und die, wie eben schon von Herrn Schmidt angekündigt, die Broschüre, die bekommen Sie auch gleich, den Policy Brief, wie das Positionspapier heißt, das bekommen Sie gleich in der Pause, können Sie gerne mitnehmen und für all diejenigen, die online sich zugeschaltet haben, wir schicken im Chat auch gleich den Link noch rum, sodass auch Sie Zugang haben und im Nachgang direkt sich das anschauen können. Ein Vergleich der drei Hauptinstrumente, die wir gerade gehört haben, den haben wir hier einmal auch grafisch visualisiert. Wir haben also im Wesentlichen einmal die Anpassungsqualifizierung. Die sehen Sie auf der linken Seite. Das ist ein schneller Weg in der Regel, wenige Tage, wenige Monate, vielleicht auch dazwischen ein paar Wochen. An deren Ende steht eine Teilnahmebestätigung und das ist in der Regel stark auf betriebliche Bedarfe fokussiert, sodass die Beschäftigten oder vielleicht auch die Arbeitslosen, die schnell in Beschäftigung kommen sollen, genau die Kompetenzen lernen, die sie jetzt akut sofort einsetzen sollen. Das ist die Funktion dafür, zielgenau, eng begrenzt, für Beschäftigte und viele andere Zielgruppen nützlich, allerdings kein Abschluss, es sei denn, ich bin Zugewanderter und habe eine teilweise Gleichwertigkeitsfeststellung bekommen, dann kann ich über eine Anpassungsqualifizierung durch die volle Gleichwertigkeit, die mir am Ende dann in Aussicht steht, natürlich auch sowas wie einen Abschluss bekommen. Der andere Weg ist ganz rechts, das ist der direkte Weg zum Abschluss, die Umschulung. Das ist ein steiler Weg, den werden viele der von uns eben schon angesprochenen Zielgruppen vielleicht nicht so leicht gehen können. Viele, die ihn gehen können, sind ihn vielleicht schon gegangen. Führt auf jeden Fall direkt zum Abschluss, dauert dann seine 2 bis inzwischen 3,5 Jahre. Und wer das kann, soll den gerne gehen. Das ist auf jeden Fall die nachhaltigste Integration in den Arbeitsmarkt. Dann ist der Abschluss da mit seinen viel höheren Wiederbeschäftigungsquoten, auch wenn die nächste Krise am Arbeitsmarkt vielleicht dann doch nochmal kommt. Und dann haben wir den mittleren Weg, der in vielerlei Hinsicht der mittlere Weg ist. Er hat die Flexibilität der Anpassungsqualifizierung, jedenfalls in ungefährem Ausmaß, nicht ganz so flexibel. Er ist aber gleichzeitig abschlussbezogen, wie es auch die Umschulung ist. Denn wir gehen ja Etappe für Etappe, Ziel für Ziel in 2 bis 6 Monaten bis hin zum Vollabschluss. Und das ist ein Weg, der vor allem nützlich ist, natürlich für Menschen, die berufsbezogene Kompetenzen erwerben wollen, aber die über 25 Jahre sind, haben wir eben schon gehört, ungelernt sind und vielleicht nicht so eine gute Bildungserfahrung haben, für die bisher Bildung immer verbunden war mit Klassenraum und Misserfolg und Stigmatisierung. Und wenn man sagt, pass auf, das ist sehr, sehr praxisnah, das geht nur relativ kurzen Zeitraum, fang mal damit an und dann steht am Ende, wir haben es eben im Vorgespräch schon auch diskutiert, steht am Ende von diesem kurzen Zeitraum plötzlich das erste Bildungserfolgserlebnis, was der Mensch je gehabt hat, dann rührt das und dann setzt das Energien frei, die dann auch einen weiteren Bildungsweg und auch mehr Motivation am Arbeitsplatz möglich macht. Genau. Und deswegen haben wir auch in dem Papier sehen können, dass die Experten durchweg eine Lanze brechen für TQ als Instrument zwischen diesen beiden Extremen, dem super flexiblen Ansatz und dem ganz direkt abschlussbezogenen Ansatz. Das Zweite, was aus der Studie, aus dem Policy Brief rauskommt, sind 8 Forderungen für die Weiterbildung von morgen, die ich kurz mit Ihnen besprechen möchte. Das Erste ist, ein besseres Arbeitsmarktmonitoring bereitstellen. Da gibt es diverse Instrumente. Wichtig ist, wenn wir Weiterbildung vernünftig planen und organisieren wollen, dann brauchen wir regionale Informationen. Dann müssen wir vor Ort wissen, was brauchen die Unternehmen hier. Natürlich kann ich mit jedem Unternehmen einzeln reden, aber irgendwann bei den vielen KMUs, die wir haben, wird das dann schwer zu handeln. Dafür brauchen wir also standardisierte Instrumente. Eins, was wir selbst mitentwickeln konnten, ist der Jobmonitor. Können Sie auf jobmonitor.de sich mal anschauen. Da gibt es regionalisierte Daten nach Berufen, nach Einzelkompetenzen, auch nach TQ runtergebrochen. Und sowas brauchen wir mehr, müssen wir mehr in die Fläche tragen. Das Zweite, die zweite Forderung, die gekommen ist, ist, dass Weiterbildung strategisch anzugehen ist. Wir erleben es vor allem in den kleineren und mittleren Unternehmen, dass mehr oder weniger von der Hand in den Mund gearbeitet wird. Man hat so wenig Fachkräfte, so viele Aufträge, dass man überhaupt nicht darüber nachdenken kann, was nächstes Jahr vielleicht die Anforderungen sind, die ich an Kompetenzen bereithalten muss. Das heißt aber natürlich an der mittleren und langen Frist, dass ich irgendwann out of business bin. Also da müssen wir schon sicherstellen, dass Unternehmen erkennen, heute nicht geplant, heißt übermorgen kein Geschäft mehr. Und dieser strategische Fokus, den große Unternehmen an vielen Stellen schon erkennen, den müssen wir unterstützen und auch in KMUs reintragen. Das sagen uns die Expertinnen und Experten.
Das dritte ist, und das kann dabei auch helfen, Qualifizierungsverbünde und Netzwerke gründen. Das heißt, sowas muss ein einzelnes Unternehmen nicht alleine machen. Im Zweifelsfall, wenn es gute Runden vor Ort gibt, wo die Arbeitsagenturen, die Sozialpartner, die Kammern, aber auch die Bildungsträger und die Unternehmen zusammensitzen, kann man viel konkreter über den Bedarf sprechen und kann dann auch bedarfsgerechter Angebote entwickeln, die dann auch erfolgreich dann besetzt werden, weil es ein wechselseitiges Zuführen auch von Teilnehmerinnen gibt aus dem Beschäftigtenbereich, aber auch aus dem Arbeitslosenbereich. Da gibt es ja auch schon viele erfolgsversprechende Modelle. Nürnberg ist zum Beispiel eins, wo es ganz gut läuft. Das vierte ist eine Forderung, mit der bin ich schon seit irgendwie 10, 12 Jahren in der Bertelsmann-Stiftung unterwegs. Das kam jetzt hier auch in mehreren Experteninterviews. Das Thema Anerkennung informell erworbener Kompetenzen. Ich hatte es eben schon gesagt, ganz wichtig, da sind uns andere Länder weit voraus. Guckt man sich Frankreich an, da habe ich ein Anrecht darauf, alle Kompetenzen, die ich besitze, formal anerkennen zu lassen. Das heißt, ich gehe dann in eine Prüfungskommission, ich könnte sogar meinen Doktortitel rein über den informellen Weg erwerben. Ich muss dann dokumentieren, dass ich zum Beispiel mehrfach publiziert habe in wissenschaftlichen Peer-Review-Journals und muss dann vielleicht noch eine Prüfung bestehen. Und am Ende dieser Prüfung kriege ich einen Doktortitel und da steht nicht drauf, hat er nur so gleichwertigkeitsmäßig bekommen, eigentlich kein echter Doktor, sondern das ist ein ganz normales Zertifikat von der Sorbonne zum Beispiel. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht erkennen, ist das informell oder formal erworben. Wichtig ist, die Kompetenzen sind da, die zentralen Akteure haben das bestätigt. Das ist eine Perspektive, die ich mir auch für Deutschland wünschen würde und die auch zum Beispiel Professor Severing hier auch eingebracht hat in das Papier. Fünftens, Beschäftigte informieren und unterstützen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir haben Beratungsstrukturen innerhalb der Bundesagentur und auch der Jobcenter für Arbeitslose, aber auch Beschäftigte müssen für das Thema Weiterbildung aufgeschlossen, erschlossen und informiert werden. Das können natürlich von der Gewerkschaft bereitgestellte Betriebsrats-Weiterbildungslotsen sein. Da gibt es Modelle, die sind sicherlich eine gute Idee. Das kann aber auch der Arbeitgeber, die Personalabteilung oder der Chef selbst sein, der sagt, pass mal auf, du bist heute top, damit du morgen auch noch top bist, lass uns doch mal überlegen, was der nächste Schritt für deine Entwicklung ist, auch damit deine Kompetenzen aktuell bleiben. Ich habe selbst, bevor ich bei der Stiftung gearbeitet habe, als Unternehmensberater gearbeitet im Themenbereich demografischer Wandel, schon vor 10 Jahren. Und da bin ich mal in einem Betrieb gewesen, in der Nähe von Stuttgart, ein großer Automobilzulieferer. Und da habe ich jemanden getroffen, der war heute mein Alter, also war so Mitte 40. Und der sagte, nee, lernen muss ich jetzt eigentlich nicht mehr. E-Mail habe ich noch gelernt, aber alles andere will ich jetzt nicht mehr. Und ich so, du bist Mitte 40, ich meine, kannst ja jetzt nicht aufhören, hast noch 20 Jahre Arbeit vor sich. Also da gibt es in manchen Betrieben einiges an Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten, dass dieses Thema, was wir in der Gesellschaft so aufgebaut haben, erst lerne ich, dann arbeite ich und dann habe ich jahrzehntelang Ruhestand, dass wir das gekippt kriegen, sodass wir lernen und arbeiten und Freizeit kontinuierlich im Lebenslauf haben, je nachdem, habe ich jetzt gerade Kinder, muss ich jemanden pflegen, dass sich diese drei Bereiche des Lebens, Lernen, Arbeiten und Leben, wenn man so will, Freizeit, dass sich die besser ergänzen. Als sechstes haben wir sämtliche Arbeitskräftepotenziale erschließen. Wir haben einen ziemlich leergefegten Arbeitsmarkt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geht weiter hoch, haben wir gerade gehört. Es gibt aber immer noch Gruppen, die wir nicht so stark erreichen. Und das müssen wir stärker tun. Das sagen uns fast alle Experten und Expertinnen. Wir haben das Thema natürlich die Zugewanderten. Wir haben das Thema der Geringqualifizierten. Wir haben auch das Thema der Behinderten. Im Übrigen, wenn eine kurze Anmerkung gestattet sei, man kann ja mal drüber nachdenken, ob auch bei den Behinderten wir sagen, wir brauchen kein eigenes Abschlusssystem mehr, was dann nur für Behindertenwerkstätten und sowas qualifiziert, sondern dass wir sagen, Mensch, mit TQ haben wir damit nicht ein Instrument gefunden, wo Menschen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen und vielleicht nicht alles schaffen, plötzlich doch direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt kommen können. Wir selber haben ja Studien, habe ich jetzt im Mai, glaube ich, veröffentlicht, zur Nachfrage nach Teilqualifizierung am Arbeitsmarkt. Und da gibt es eine Nachfrage, auch wenn ich nur eine oder drei TQ habe, je nachdem, ob ich auf einer Hilfskraftstelle oder auf einer Fachkraftstelle suche. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass doch viele Menschen mit Behinderungen da einen Weg finden, auch rein in den ersten Arbeitsmarkt. Das siebte ist standardisierte Teilqualifizierung entwickeln und ausbauen. Dazu sage ich gleich noch ein paar Punkte mehr. Dafür sind wir auch heute hier. Und das letzte ist Förderstrukturen verbessern. Wir haben schon gerade ein paar Entwicklungen gehört, die auf uns zukommen nächstes Jahr. Die Komplexität wurde auch schon genannt. Das wurde auch von mehreren Experten hervorgehoben. Ich will nicht sagen beklagt. Und da gibt es sicherlich auch noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Zu einer konkreten komme ich gleich auf der nächsten Folie, wenn ich nochmal eine Tiefenbohrung für Teilqualifizierung mache. Und zwar
haben wir zu jeder dieser Forderungen, können Sie da einen ganzen Absatz oder zwei oder drei lesen in dem Policy Brief, aber weil wir heute uns um TQ drehen, will ich das hier einmal stärker rausgreifen. Da gibt es 10 Unterpunkte, die ganz wichtig sind. Trägerübergreifende inhaltliche und qualitative Standards festlegen. Das hat auch Frau Schmalhaus schon gesagt. Dafür stehen auch wir. Das ist ganz wichtig, damit in Rostock und in München jeder das Gleiche versteht unter den TQs eines ganz bestimmten Berufs. Denn die Stärke des deutschen Berufsbildungssystems ist ja, dass jeder Betrieb weiß, wenn ich einen Dachdecker kaufe, dann kriege ich folgende Kompetenzen. Dieser Effekt muss auch entstehen, wenn ich weiß, ich habe TQ2 oder TQ3 vom Dachdecker. Dass das jeder weiß, was kann der dann, was kann der dann nicht. Damit wir wegkommen von dieser 0-1-Logik, der hat nichts gelernt oder der kann alles, hin zu einer, was genau kann der eigentlich wirklich, aber nicht auf Einzelkompetenzebene, wo wir dann hunderte von Kompetenzen irgendwie im Blick haben müssen, was völlig unrealistisch ist für Arbeitgeber, das so detailliert zu monitoren für alle ihre Beschäftigten. Auf TQ-Ebene halte ich das für realistisch, das können wir denen zumuten, dass sie das lernen, wenn wir einen Zuschnitt haben für jeden Beruf. Das nächste ist betriebsübergreifende Arbeitsmarktverwertbarkeit jeder einzelnen TQ sicherstellen. Es hilft uns ja nichts, wenn wir jetzt einen Beruf in 7 Teile schneiden, aber kein einzelner Teil bringt wirklich am Arbeitsmarkt einen Mehrwert. Dann machen die sich auch nicht auf den Weg, die erste TQ zu machen, wenn die sagen, ich muss ja dann doch 2 bis 3,5 Jahre lang was machen, bevor ich irgendwas damit anfangen kann. Jede TQ muss für sich gesprochen verwertbar sein. Dann müssen aber natürlich auch alle TQ angeboten werden. Das ist der dritte Punkt. Es hilft nichts, wenn wir dann nur TQ 1 und 2 am Markt finden. 3, 4, 5, 6 finden aber nicht statt. Das müssen also dann die Bildungsträger tatsächlich leisten. Wir müssen die Kammern einbinden in die Zertifizierung. Das ist wichtig. Wir müssen bereits vorhandene Kompetenzen sichtbar machen. Zum Beispiel, indem TQ auch ins BQFG ihren Eingang finden. Wir müssen mehr Berufe modularisieren, als wir es bisher haben. Und wir brauchen das halt gerade auch TQ als strategisches Personalentwicklungsinstrument. Und jetzt kommen wir zu dem eben schon angekündigten Punkt zur Förderkulisse. Eine Anregung, die gekommen ist, ist der Punkt, könnte man nicht sagen, dass zumindest für fortgeschrittene TQ 4, 5, 6, 7, dass man dort absieht vom Bundesdurchschnittskostensatz, wo mindestens 12 Leute in der Gruppe sein müssen, und könnte man nicht sagen, damit wir dort wirklich die Angebote vorhalten können, auch wirtschaftlich vorhalten können, gehen wir runter auf Kleingruppenzertifizierung, die ich nicht einzeln beantragen muss, sondern als Standard. Eine Anregung von unseren Experten hier. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ein Dank geht raus an die 13 Experten, von denen auch 2 heute hier sind. Und ich glaube, ein dritter ist noch zugeschaltet. Vielen Dank Ihnen persönlich, aber auch den anderen Experten hier auf der Liste. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion für Sie, mit Ihnen. Und wenn Sie noch weitere Fragen im Nachgang haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Noack. Das war eine super Grundlage für die beiden Panels, die wir gleich vor uns haben. Ja, herzlichen Dank. Gut. Sie bekommen die Exemplare gleich nach der Pause ausgehändigt. Da steht noch viel, viel mehr Interessantes drin, als der Noack jetzt sagen konnte.